Ahoi, ein weiterer Teil der Pirate Academy direkt aus der Botschaft von Neuland. Im letzten Video habe ich euch das Störerbastelplakat vorgestellt. In diesem Teil möchte ich euch zeigen, wie die einzelnen Schritte aussehen, um damit etwas auf die Straße zu bringen. Für dieses Video haben wir mit alten Plakaten gearbeitet. Die haben wir mit einer Stichsäge einfach in Streifen geschnitten, in Sprechblasenformen oder in sternförmige Gebilde. Damit die Plakate besser aussehen, möchten wir sie später grundieren, und weil wir das Ganze direkt vor der Botschaft von Neuland gemacht haben und hier den Fußboden nicht so ganz einsauen wollten, haben wir natürlich auch noch schön den Boden mit Folie abgeklebt. Die Farbe, die wir verwendet haben, war ganz normale Wandfarbe. Das muss ja draußen nicht besonders lange halten, ein, zwei Wochen. Auf den Plakaten selbst findet ihr ja auch nochmal eine kleine Anleitung, wie der Ablauf so im Groben ist. Ein paar Sprüche stehen da auch drauf. Im ersten Schritt sieht es so aus, dass es am einfachsten ist, wenn man erstmal alle Logos grob ausschneidet. Ich habe das hier mal ein ganz klein bisschen beschleunigt, sonst würde das ja etwas länger dauern. Und wenn die dann alle so grob ausgeschnitten sind, dann direkt am Logo lang nachschneiden. Wenn ihr weiß grundiert habt, dann muss das auch nicht so super genau sein. Da ist ja extra ein weißer Rand um die Logos drumherum gedruckt. Ja, irgendwann habt ihr dann einen ziemlich großen Berg vor euch liegen. Wir haben so um die 50, 60 Störer gemacht. Und zum Kleistern nehmen wir jetzt einen Tapetenkleister. Den haben wir etwas stärker angesetzt, damit er wirklich gut hält. Am besten ist, ihr kleistert sowohl die Logos ein, als auch die Trägerplatten. Ja, wenn das draufgeklebt ist, mit der Bürste nochmal etwas glatt streichen, damit die Falten schön rausgehen. So sieht das dann aus. Nochmal in der Draufsicht. Wieder schön glatt streichen. Bei den kleineren Logos ist es relativ praktisch, wenn man einen kleineren Pinsel nimmt. Mit so einem großen Tapezierquast ist das ein bisschen schwierig. Jetzt haben wir uns eine ganze Reihe von Sprüchen ausgedacht. Einige davon stehen ja, wie gesagt, auf dem Plakat oben schon drauf. Im Schnelldurchlauf zeige ich euch mal ein paar Beispiele. Und alles Sprüche, die im Wesentlichen dazu motivieren sollen, selber wählen zu gehen, damit wir jetzt hinten raus in der letzten Woche nochmal richtig Gas geben. So, und jetzt sind wir auf der Achse und werden die Sachen in der Stadt aufhängen. Wir haben dazu einen Akkuschrauber mitgenommen, da können wir mit dem Bohrer drin immer passend die Löcher in die Störer, in die kleinen Plakate reinbohren. Das macht es dann ein bisschen einfach, sich auf die Umstände anzupassen, was man so vor Ort vorfindet. Jetzt lasse ich einfach nochmal so ein paar Bilder durchlaufen, wie das Ganze aussieht. Ihr habt gesehen, das ist eine relativ einfache Angelegenheit. Ihr habt die relativ schnell gemacht. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Rockt das Ende des Wahlkampfes. Ciao.